tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein zweites Gardevoir vor. Nachdem ich mich bei meinem ersten Gardevoir nur auf die normale Form konzentriert habe, spiele ich bei diesem Gardevoir die Megaform. Mega Gardevoir hat genau wie Gardevoir einen Psycho-Feen-Typ und hat somit eine Schwäche gegen Geist, Stahl und Gift, eine Resistenz gegen Psycho, eine Doppelresistenz gegen Kampf und eine Immunität gegen Drachenattacken. In der Megaform steigen Gardevoirs Angriff, Spezialverteidigung und Initiative an. Zudem ändert sich die Fähigkeit zu Feenschicht, welche Normalattacken zu Feenattacken macht und diese um 20% verstärkt. Im Gegensatz zu meinem anderen Gardevoir spiele ich mein Mega Gardevoir defensiv. Die EV verteilt man hier komplett in KP und Verteidigung, dazu ein kühnes Wesen, um die Verteidigung weiter zu erhöhen. Als Attacken nimmt man Schallwelle, Irrlicht, Gedankengut und Wunschtraum. Schallwelle ist Gardevoirs Attacke zum Draufhauen. Durch die Feenschicht erhält sie einen kleinen Boost und wird zu einer Step-Attacke. Alternativ kann man hier auch Mondgewalt spielen, wenn man keinen Zugriff auf die Tutor-Moves hat. Irrlicht verbrennt den Gegner und halbiert damit den Schaden seiner physischen Attacken. Gedankengut erhöht Gardevoirs Spezialangriff und Spezialverteidigung und Wunschtraum heilt Gardevoir eine Runde, nachdem es die Attacke eingesetzt hat, um 50%. Dieses Gardevoir spielt sich sehr situationsabhängig. Wenn ihr es in einen physischen Angreifer reinwerft, so verbrennt ihr ihn erstmal mit einem Irrlicht. Steht ein spezieller Angreifer vor euch, dann boostet ihr erstmal ein Gedankengut. Anschließend heilt euch mit Wunschtraum hoch. Ab hier muss man selbst abwägen, wie man weitermacht. Man kann wahlweise weiter mit Gedankengut boosten oder einfach anfangen draufzuhauen und sich nebenbei mit Wunschtraum zu heilen. Bedenkt dabei aber, dass ihr mit den Heilungen immer eine Runde vorausdenken müsst. Wenn ihr genug geboostet habt, dann könnt ihr mit diesem Set unter Umständen das gesamte Gegnerteam ausschalten. Versucht am besten alle Pokémon, die Gardevoir gefährlich werden können, vorher aus dem Kampf zu nehmen oder zumindest anzuschwächen. Sherox, Durengard und Metagross solltet ihr dringend aus dem Weg räumen. Da dieses Gardevoir zur Not auch rauswechseln kann und später neu setupen kann, kann man hier auch ein paar tolle Teamkollegen nennen, mit denen es gerne zusammenspielt. Zum einen mag Gardevoir Feuer-Pokémon in ihrem Team, da diese mit Stahl-Pokémon gut aufräumen können. Zum Auswechseln eignen sich vor allem Stahl- und Normal-Pokémon, da diese Immunität bzw. Resistenzen gegen Gardevoirs Schwächen aufweisen. Das war's von meinem Gardevoir und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.